Ein Bauer verwendet Pfosten, um einen Zaun für das Pferd Hazel und für das Pony Pauli zu bauen. Er braucht 26 Pfosten für Hazel und er braucht 19 für Pauli. Wie viele Zaunpfosten hat der Bauer insgesamt gebraucht? Insgesamt. Ich möchte euch bitten, wie üblich, das Video erstmal anzuhalten und euch das selbst zu überlegen. So, ich denke, jetzt habt ihr es gemacht. Und wenn ich so eine Textaufgabe sehe, überlege ich mir die Fragestellung genau und auch, was gegeben ist. Und ich überlege mir, was wird da eigentlich für eine Geschichte erzählt. Und dann schaue ich mir an, was eben noch gegeben ist. Ihr seht hier zwei Fotos. Hier ist das Pferd Hazel, hier ist das Pony Pauli. Sehen recht ähnlich aus. Und hier seht ihr die Zaunpfosten. Das sind die 26. Ich habe es nicht gezählt, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Und das hier sind die 19. Wir können uns jetzt also vorstellen, dass das hier von links nach rechts eben 26 sind. 26 Pfosten. Und das hier unten, das ist für das Pony Pauli, sind 19 Pfosten. Und was sollen wir jetzt hier machen? Wir sollen uns überlegen, wie viele Zaunpfosten der Bauer insgesamt gebraucht hat. Und das Wort insgesamt bedeutet ja, wir wollen wissen, wie viel Hazel hat und wie viel Pauli hat und wie viel das insgesamt ergeben. Also das Wort insgesamt weist uns eigentlich darauf hin, dass wir hier hinzuzählen sollen, dass wir hier addieren sollen. Und das machen wir jetzt mal. Wir nehmen also die 26 Pfosten von Hazel, 26, und die 19 für Pauli, 19 für Paulis Zaun, und wir addieren das Ganze. Und das weißt du ja schon, wie das geht. Wir nehmen erst die 1er Stelle. 6 und 9, das ergibt 15. Weil wir jetzt aber hier keinen Platz für 15 haben, schreiben wir hier die 5 Einer hin. Und die 15 sind ja 5 Einer und 1 Zehner oder 10 Einer. Und diese 1 übertragen wir hier. Und wir machen also hier eine Übertragung. Und man kann auch sagen, man hat die 1 in Gedanken hier oben eingetragen. Und jetzt können wir auch die Zehnerstellen addieren. 1 und 2 und 1 ergibt zusammen 4. Und das ist auch schon unser Ergebnis. Insgesamt hat der Bauer 45 Zaunpfosten gebraucht. Ein paar von euch waren vielleicht etwas verleitet zu subtrahieren, also abzuziehen. Aber das war hier nicht die Fragestellung. Wir wollten ja wissen, wie viel hat er insgesamt gebraucht. Für eine Subtraktionsaufgabe hätte die hätte anders gelautet. Das wäre beispielsweise gewesen, wie viele Zaunpfosten hat Hazels Zaun mehr gebraucht. Dann hätten wir hier diese Differenz gebraucht, dann hätten wir hier abziehen müssen. Aber da die Frage war, wie viel hat der Bauer insgesamt gebraucht, also für Hazels und Paulis Zaun, deswegen haben wir hier addiert und die Lösung der Aufgabe ist 45.